Hallo? Genau. Tüt, tüt. Was ist das? Tüt, tüt. Das wird bestimmt lustig. Der braucht ganz schön lange, bis er steht. Ich habe das bis jetzt einmal probiert, mit dem Zug zu fahren, und ich bin dann ausgestiegen und habe ihn stehen gelassen. Ich bin total übers Ziel hinausgeschossen und hab den Rückwärtsgang nicht gefunden. Da habe ich gesagt, leck mich am allerwertesten. Nichts für mich. Andere muss der? Sieht aber auch schön aus. Kann immer abladen. Jungs, ich glaube, der Razzil will mich ärgern. Das weiß ich nicht. Habe ich so im Urin. Das erzähle ich dir auch nicht. Hallo? Ja, aber wir können das ja mal austesten. Mach mal deine Rohre aus, dann müsste trotzdem funktionieren. Nein, tu ich nicht. Ach, guck mal, das läuft wie ein Länderspiel. Na, ich glaub's auch nicht. 4500. Da haben wir ja was gemeinsam. Bist du ja auch ein Vermessungstechniker. Jo. Und dann geht's ab zum Bahnhof. Gibt's da auch eine Kantine? Ich hab Hunger. Gott sei Dank. 7 Bier ersetzen eine Mahlzeit. Gott sei Dank. Eins, zwei, drei, vier, fünf Mal noch Lucky. Ja, das glaube ich allerdings auch. Aber eigentlich dachte ich immer, das müsste vom Ertrag ziemlich gleich sein. Na gut, aber dafür ist der Preis wieder höher im Gegensatz zum Mais, ne? Ja, aber du hattest, warte mal. Beim Mais.
Genau, beim Mais hattest du ja einen Ertrag von etwas über 700, 159. Und bei den Sonnenblumen hast du dann ja 1700, also fast das Doppelte, ne? Also mehr als das Doppelte. Ja, richtig. Es kommt alles im Endeffekt aufs Gleiche raus, habe ich das Gefühl. Gibt es, soll ja viele Leute. Bitte? Ja, dann ist ja der Preis noch so hoch. Richtig. Aber da scheint auch gerade bei Mapfield-Millionen eine große Nachfrage zu sein, weil der Preis grün hinterlegt ist. Ja. An Sonnenblumen? Nee, habe ich noch nicht. Aber sehe ich gerade in der PDA, haben wir nicht. Das Einzige, was wir noch im Lager haben, ist, glaube ich, Weizen. Schwierig, schwierig. Obwohl, wir können den da ja drunter mischen. Dann kriegen wir hinterher gar nichts mehr dafür, weil es auffällt. Ne, lassen wir lieber. Ist klar. Joa. Oh, warte mal, was gab's denn für den? Ja. Ich frage mich nur gerade, womit er flücht. Mit dem Flug oder mit dem Schlepphoden? Ja. Öfter mal was Neues. Ab und zu auch was Altes. Lecky, wenn du das gerade hörst oder dir später angucken solltest und das dann hörst, du bist nicht gemeint. Ist ein anderer. Den kennt aber keiner. Ich auch nicht. Bestimmt. Wollten ja keinen diskriminieren, ne? Nein. Juhu, ich freue mich. Ja. Oh. Bin ja gleich überladen. Hauptsache die Polizei kommt nicht. Ich habe schon 7 Punkte. Noch ein Punkt und mein Führerschein ist weg. Dann muss ich Schubkarre fahren. Oh, dann wollen wir mal zum Bahnhof föden. Jo. Tut, tut. Ja.
Komm schon, erscheine. Hier. Oh, guck mal, der hat sogar einen Rückwärtsgang gefunden. Geile Meile. Ach ja, vor Überschreitung des Bahnübergangs einmal links und einmal rechts gucken. Ansonsten hat man einen langgezogenen Trecker. Die Hinterachse liegt und die Vorderachse liegt 200 Meter weiter. Ja, ich weiß auch nicht, wo das hier lang geht. Achso, ich hätte... Ach du grüne Neune. Ja. Hätte von der anderen Seite dran fahren müssen. Aber man lernt ja nie aus. Wahrscheinlich noch nichts drin, ne? Ah, das ändert sich gleich. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Aha. Er muss hier gar nicht mehr drüber jetzt. So, jetzt muss ich nur gucken, muss ich das da hinten in dieses Haus da reinfüllen oder? Ah, wir probieren das einfach mal. Oh, ausge. Ja, guck mal. Ja, das passt. Ja, das läuft doch. Also ne. Warte mal, warte mal. Na. Nee, brauchst nicht. Hä? Einen aus. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und wieder über das Ziel hinausgeschossen. Na komm. Wo ist das denn drin im zweiten? Juhu. Ja, geiles Ding. Ich geh schwimmen. War ein kurzes Bad. Ja, richtig. Der Portalkran. Das könnte man zum Beispiel machen, wenn alle Felder so weit bestellt sind und dann die Reifen zum Abernten.
Punktlandung, Razil. Punktlandung. Ja. Tut, tut. Und der New Holland auch. Das glaube ich nicht. Kann ja bei Feld 14 hochfahren. Aha. Oh, dann wird's knapp. Ah, ich bin schneller als du. Haha. Oh, das könnte aber ziemlich Punktlandung beide gleichzeitig geben. So. Aha, guck mal. Oder rückwärts rein. Ja, sicher. Ich probiere das mal. Ah, das klappt mit der, in der, das klappt auf der Südhämmer und mit dem Ballenwagen für die Schafswolle auch ganz gut eigentlich. Ach, da muss ich hin. Na? Geht zwar ziemlich langsam, aber es dürfte eigentlich... Ah. Das macht ja nichts. Ja. Verflucht. Jetzt hab ich dich. Du hast doch nicht mal was gesagt, wo ich hin muss. Das kann von Einweise ja gar keine Rede sein. Nee, den müssen wir jetzt schön gerade da reindrücken. Ah, wie gerade schon gesagt, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Der hat sich gar keine Warnschienen. Wie geht das denn? Weiß nicht. Guck mal die anderen nach, die haben bestimmt auch schon Schaden. Ja, aber schon 29 Stunden hier drauf, ne? 1000. Was? Wieso hab ich denn so viel Schaden? Siehste. Ja, liegt ja auch in der Betriebsstunde, ne? Dann hast du 83 Euro Schaden? Ist aber komisch. Du warst wahrscheinlich beim Schneidwerk. Aha, siehste, siehste. Bist du der Beste, du hast ihn dreimal gefahren. Aha. Kaum mit V.